Herzlich willkommen, wir sind hier auf unserem Zehnscheunenplatz in der Hockenheimer Innenstadt. Mein Name ist Thomas Schmidt vom Hockenheimer Marketingverein. Wir haben hier ein Event mit Radio RPA 1, mit einer tollen E-Kartbahn hier in meinem Hintergrund und auch mit einzelnen Partnern wie dem Globus und auch dem Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk. Gemeinsam haben wir ein schönes Programm auf die Beine gestellt, aber ist eines der Highlights im Rahmen von Hockenheim lebt Formel 1. Ein ganz besonderes Highlight hatten wir am Donnerstag. Shell und Inside Grand Prix präsentieren Sebastian. Neben mir ist dann unser Beisitzer im Hockenheimer Marketingverein, der Rainer Sass, der auch maßgeblich an der Mitgestaltung dieses Events und auch unseres Highlights am Donnerstag mit Sebastian Vettel vor der Stadthalle dabei war. Herr Sass, wie hat es Ihnen gefallen? Eine ganz tolle Geschichte, unseren Sebastian Vettel hier bei uns in der Stadt begrüßen zu dürfen. Zumal seit der Ende der Ära Michael Schumacher die Interesse am Innenstadtleben von den Fans doch etwas nachgelassen hat, haben wir hier wieder eine ganz tolle Geschichte geschaffen und unsere Stadt sich wieder mit der Verbundenheit zum Ring und zum Motorsport präsentieren kann. Und wir hoffen, dass in Zukunft die Formel 1 in Hockenheim bleibt und wir hier tatkräftig dazu beitragen können, dass auch in der Innenstadt wieder Formel 1 gelebt wird. Ganz genau, deswegen auch das Motto Hockenheim lebt Formel 1. Hockenheim lebt die Königsklasse hier in der Hockenheimer Innenstadt. Da haben wir im Vorfeld neben diesem Event auf dem Zehnscheunenplatz einen Malwettbewerb, einen Schaufensterwettbewerb initiiert und haben heute Abend in der Karlsruher Straße ein gemeinsames Event mit den Gastronomen der Hockenheimer Innenstadt, wo dann auch entsprechende Live-Musik vorhanden sein wird. Es werden tolle Bands spielen, leckere Cocktails, schmackhaftes Essen, also kommen Sie vorbei, es ist wirklich eine schöne, runde Sache. EWA AG aus Worms ist das größte Energieunternehmen aus Rheinhessen. Für uns ist wichtig, mit dem Thema E-Mobilität, was momentan gesellschaftlich auch in aller Munde ist, uns zu differenzieren. Was könnte besser zur Formel 1 passen? Natürlich unsere E-Kartbahn. Deshalb haben wir hier mit dem Marketingclub vom Hockenheim und Emodrom hier mit der EWA zusammen hier an dieses Event ermöglicht und umgesetzt und freuen uns natürlich auch, wie man im Hintergrund ja auch schön hört, dass eine rege Teilnahme da ist, dass die Menschen es einfach annehmen und irgendwie auch Spaß haben und dass Energie auch mit Spaß sein kann. Das ganz Besondere an Hockenheim lebt Formel 1 ist, dass wir verschiedene Zielgruppen mit unserer Aktion angesprochen haben, sei es mit dem Malwettbewerb, die Schulen und Schulklassen, dann mit dem Schaufensterwettbewerb, die Einzelhändler und Gewerbetreibenden hier in der Stadt, am Abend dann die Gastronomen und hier auf dem Zehnscheunenplatz Unternehmen, Unternehmerinnen, also wirklich ein vielfältiges Angebot für verschiedene Zielgruppen. Und das ist auch das, was unseren Verein ausmacht. Gemeinsamkeit, gemeinsam mehr bewegen. Also
mit vielen Akteuren ein Projekt oder mehrere Projekte auf die Beine bringen und umsetzen. Das ist unser Verein. Gemeinsam mehr bewegen, das ist der Hockenheimer Marketingverein. Mein persönlicher Wunsch für die Zukunft, für unsere Gemeinde, wenn dieser Slogan Hockenheim lebt Formel 1 in Zukunft wieder mehr an Bedeutung gewinnen würde, die Formel 1 weiterhin in Hockenheim lebt und auch wir hier die Fans und die Gemeindemitglieder organisieren könnten für gemeinsame Veranstaltungen.